Warcraft 5. Was? Hä? Ah, please insert disk. Warte. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt der Retro-Freitagabende. Ja, ja. Wir haben uns für Dungeon Keepers entschieden, weil es ein sehr interessantes Spiel ist, das wir auch mit Ernsthaftigkeit quasi ausschmücken wollen. Dann drücke ich mal mit Toni ganz sanft den Start New Game Button. Ja, und tu ihm nicht weh. Sehr empfindlich. Please insert disk. Klick, klick, klick. Ja. First thing a keeper needs is somewhere to keep gold when it's been mined out of the rock. By hit his imps. To create a treasure room, select the treasure room icon from the rooms panel and fill the empty area through the west with treasure rooms titles. Was? Also im Endeffekt bedeutet das nichts anderes, als dass wir erstmal einen Schatzraum bauen müssen, um unser Gold abzubauen und zu lagern, ja. Das machen wir jetzt einfach mal. Klick, 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 klick. Ah, das habe ich immer so gerne gemacht. Wie das dann immer ausgeschmückt ist. Nein, du willst das, wolltest du nicht als erstes machen, weil es eine bessere Grafik als... Expertly hast? Done. Press the right mouse button to turn the pointer back into a hand of evil. Mine out the gold to the east by tagging the area with the left mouse button. Your imps will dig out... okay. The gold and carry it back to your treasure room. Okay, Rechtsklick und wir sind wieder im normalen Mausmenü. Wir sollen jetzt hier mit markieren. Unsere Imps werden jetzt hier anfangen zu kramen und da das ja alles Gold ist, werden die jetzt quasi hier Gold rauskloppen. Guck dir mal die Imps an, wie die arbeiten. Das habe ich geliebt, diese Hand, wenn die immer krabbelt. Ja, und du kannst die so schön schlagen, ne? Am geilsten ist, wenn du dann die Schatzkammer immer krabbeln kannst, wenn du eine große hast. Das macht richtig Spaß. Ja, wenn du Geld hast, so. Ja, kling, kling, kling. Und dann wieder runterwerfen. Das ist übrigens die Real-Life-Hand vom Agent Benson. Naja, ich hab nur... Ja, eine gute Maniküre habe ich halt nicht gemacht, deswegen... Du hast ein bisschen dich gehen lassen letztens. Das Grünlicht liegt nur am Licht. Wir nehmen hier wieder nachts auf und wir haben schlecht ausgeleuchtet, weil die Hand ist quasi... Die musstest du damals live reincapturen. Das ist nämlich... Das erste Spiel gewesen, was du mit Gestik steuerst, also es war seiner Zeit voraus. Gold! More gold. You have tunneled into a new area. Ich habe eine neue Area erschaffen. Bringt uns nichts. Wasser. Ja, Water! Wir müssen jetzt warten, bis das hier mal. Oh, wie blinkt, ey, was das hier blinkt. Kannst du die nicht irgendwie schlagen oder so? Ist schneller, aber eben schlucken, ne? Ja. Rechtsklick oder so. Ja. Die laufen zu schnell, die kleinen Schlinge. Ja, da brauchen wir sie nicht. Oh! Tat das ist eine. Ich dachte ja eine, Junge! Bau Gold ab, oder was? Ja, alle noch auf Stufe 1. Ja, natürlich. Ja, das wären schon richtige Helden. Creedly done! Creedly done! Keyboard, now you need to turn some of your dungeon into a lair. Lairs are where creatures rest. Ah, ja. Recover. The area your imps just mined out will be an ideal spot for the creatures to lurk. Select the lair icon from the rooms panel. Das ist das hier übrigens. Ja, ein Nest für unsere Kreaturen. A Dungeon Lair. Dragon's Lair. Auch. Ach, da gibt es dann so viele geile Sachen. Bibliotheken, ja. Wo dann die Magier und so. Oh ja, naja, ich schätze mal, wir werden heute nur mal das Tutorial. Oder wenn wir heute auch noch, ich weiß nicht, ob eine Stunde machen oder einfach noch das Tutorial aufnehmen, weil wir haben echt noch viele Retro-Games. Also eigentlich nur noch eins auf Tasche, aber das würde ich auch gerne gleich machen. Und dann nochmal angespielt, was wir heute machen. Naja, ja. Dann gucken wir mal, wie lange das Tutorial geht. Ob das ein. Wenn es nämlich. Ach, guck dir das an. Die erinnern mich an jemanden. An wen? Wenn die so rumtanzen. Das sage ich ja nicht. Also, ich nenne ihn immer Fußsalbe. Ach so. Ja. Oder das Dschungelbuch. Ja. Ja. Genau. Ach,
Vicatano to connect the portal to the north. Portals appear on the map as flashing squares until they are claimed. Creatures only use portals claimed by a keeper. Your imps claim a portal as soon as it connects to your dungeon. Ja, Dungeon, also ist sehr schwer, einen Tunnel zu graben in dem Spiel. Ist das ist ganz schön tricky, ne? Wenn wir wollen, können wir nämlich dem auch eine Kreuzform verpassen. Weil wir haben es quasi hier. Guck dir das an, ey, die müssen gleich wieder innen lang. Naja. So, jetzt haben wir unseren Eingang endlich auch verbunden. Ach ja, für alle, die es nicht wissen, um was es geht ins Dungeon Keeper. Also wir sind ja die Keeper des Dungeons, also die Herren des Dungeons, und wir müssen dafür sorgen, dass das quasi ja dem Helden jetzt langsam ankommt. Ja, genau, Helden wollen kommen und wollen unser Gold klauen, und wo muss man so sagen, und wollen nicht, dass wir Monster sind. Ja. Monstrische Dinge tun. Ja. Und bevor du es liest, sage ich noch ganz kurz, ja, und dafür müssen wir jetzt natürlich auch unsere Monster weiter ausbilden. Aber wir haben zurzeit ja nur Imps. Und da will jemand was sagen. Your first minion has appeared. Arrived. It is a giant fly. It can spit corrosive vomit at your enemies and... Bitte? A beetle has scuttled into your realm. Guck mal, hoffentlich ist Ringo. Hoffentlich ist es Ringo, ey. Wo ist er? Was ist der am Nest. Gewesen? Der ist bestimmt am Nest. Der Beetle. Ja, ist er. Ja, guck, das sind die Häuser jetzt von denen. Oh, wie süß. Bläh. Ja, geh weg, du. Was muss man jetzt aber tun, ist die Frage. Wo ist die Giant Fly? Wo bist du, Kackfliege, Junge? Scheiß aus Fliege! Ja, das hier ist ja bestimmt. Nee, das ist der Beetle. Ach, das ist der Feder Beetle schon. Ich glaube, das ist das Nest von der Fliege, ne? Da sind so eklige Eier drin. Gruselig, ja. Was graben Sie denn da, mein Herr? Wie reißt man wieder ab, ist die Frage. Das kann ich dir. Das. Jetzt geht's los. Jetzt wird's. Oh, jetzt. Oder unten auf den Cell. War das ein Cell-Button gerade oder was war das? Ja, das? Ja. Was ist eigentlich gewesen? Das ist ein Hatchery. Ach, da hast du riesige Fliege. Jetzt überlege ich, was das war. Ich baue die einfach mal dahin. Ich glaube, die musste 2x2 bauen, glaube ich. Die Dinger. Da anscheinend dann in der Mitte was. Ja, dann bauen wir die mal hier hin. Ja, genau. So war das. Das weiß ich nicht mehr. Crumbly, crumbly Crew. Ich stech euch ab wie eine Kuh. Ach so. So machst du das also. Was mir ein bisschen schockiert aufgefallen ist, dass wir irgendwie viel besser Englisch lesen als Deutsch meistens. Ja, weil wir, ich will nicht sagen, schwerst behindert, aber... ich neige doch dazu. So war das, ne? Ja, es... Und hier fehlt immer noch Space, ne? Der weiße Balken, glaube ich, das ist immer Space, was du brauchst, um das zu vervollständigen. Das weiß ich nicht. Da müssen wir nochmal ein bisschen krabbeln. Ja, noch ein bisschen nach hinten krabbeln, würde ich sagen. Dann können wir da was machen? Das weiß ich. Ausbrüten. Können sich fortpflanzen? Ich glaube nicht, ne? Die erscheinen, glaube ich, einfach dann in den. Where creatures feast on cute, helpless little chicks. Oh, Chicks, Alter! Oh, geil, endlich Chicks, ey. Ich kann es vergessen, sind die welche da. Immer noch nicht. Ach, genau! Das ist sonst die Hühnerfarm, wo die dann essen. Das kann sein. Ja, genau, ne? So, da ist schon ein Huhn. Ja, da ist schon ein Huhn. Da müssen wir nochmal noch hin, diese Graben jetzt hier. Ach. Oh, du hast was Neues bekommen. Beim Buch oben. Ah, jetzt können wir uns eigentlich. Jetzt können wir Imps createn. Aber so viele Imps brauchen wir nicht. Nochmal zwei nach hinten. Dann machen wir da nochmal eine Farm. Diese Zufallskampagnen gab es ja, glaube ich, nicht im Spiel, ne? Ne, das weiß ich gerade nicht mehr. Wird auf jeden Fall der Hauptkampagne, die werden auf jeden Fall nicht so weit spielen. Aber ich werde heute nur das Tutorial machen, weil eigentlich ist es ja dein Projekt, du sollst es ja spielen. Ja, aber ich bin leider verhindert zurzeit. Ich bin beim Zocken mit von der Maus abgerutscht und hab mir einen halben Finger weggeschlagen. Die Gaps in your config in order to gain entry, ganzen World Trail, not entry, the controls click. Wer jetzt lacht, das ist wirklich passiert. Weil ich gehe ja keinem Job nach, ich bin ja nur am Zocken. Aha. Was ist beim Zocken passiert? So. Intruders approach! Helden! Helden!
Wo sind unsere Käfer? Wo hast du dem Chicken eine gelangt, Junge? Damit es schneller stirbt, oder was? Bild-Taste? Hm? Oder? Bild auf, Bild ab. Ja. Genau. Jetzt müssten die irgendwo sein, ne? Da musste man dann den Käfer schon dann dahin krabbeln oder so. Ich glaube, die gelaufen auch alleine, aber da sind die sowieso langsam. Ich weiß nicht, Intruder's Approach. Warte mal. A white trail at the map indicates their progress. Ach, die graben sich hier drüben rein! Da! Da oben rechts. Das sind die. It is payday. So war das. Ich dachte, die kamen mal zum Dungeon-Eingang rein oder so, aber die graben sich quasi da hier. Ah, von zwei Seiten mittlerweile schon, ne? Ja. Ach, stimmt! Ja, deswegen hatte ich immer Doppelwände gelassen. Ja, das kommt mit der Zeit dann immer wieder dann. Da erinnerst du dich an diesen ganzen... Bullshit! Oh, ich sehe gerade nicht, wo die sich reinkramen. Hier unten? Ja, genau da. Hier müsste sie kommen. Und dann auf der anderen Seite auch, oben an der Außenecke. Links bei dem Raum dann. Da bei unserer Eierecke oben, bei der rechten. Treffen wir mal den ab, warte. Ah, die krabbeln wieder zurück jetzt, weil die Typen noch nicht. Die wollen unsere Hühner! Harry! Oh, jetzt. Stimmt, ne? Ja, hier unten sind sie irgendwo durch, oder? Ne, oben. Oben haben sie sich bewegt gerade übelst schnell. Ey, die kommen in unserem. Ach, da oben sind sie. Was sind das für Typen? Ja, das ist so schön. Und dann das Geld sagt. Und dann das Geld in die Kammer bringen, ne? Ja, genau. Ach, schön. Was ist das hier? Ach, so können wir da hin schicken und dann können wir jetzt hier noch bei Emsa schicken. Imbili Bimbili Bums. Jetzt kommen hier oben die noch. Stimmt, das war's dann mit dem Tuto. Schätze ich mal. Was ist das? Das sind doch Viecher, oder? Die sind unten rechts angezeigt worden irgendwie. Gegnerische Keeper oder so. You can, you have attracted the wrath of the Lord of this realm. His party will soon be here. Ah ne, jetzt haben wir quasi erstmal die Aufmerksamkeit des großen Obermatters von hier erhalten. Ja klar, für die Aktion, ey, war auch total schwer, die zu besiegen, wenn sie direkt in unsere Monsterkammer kommen. Dafür würde ich schon ein bisschen Respekt haben, ne? Ganz ehrlich. Ach, die Welt dafür gerade mehr, schade. Ach, hier haben sie sich lang gegraben, oder? Hm. The Lord of the Land! Oh, jetzt ist er da! Ach so, das ist der Held bestimmt, ne? Der Lord. Ja, ja. Der Lord des Realms ist dann der Held, der auftaucht. Ja. Das will er uns aufhalten. Ihr bösen, bösen Dinger! Das flackert hier so, als müsst ihr hier eigentlich ankommen. Ich werde euch exkommunizieren! Mach das, Junge. Mach das. Ich seh die nicht, ganz ehrlich. Da oben links wieder. In dem gegrabenen Gang. Von den Kunden von vor. Die haben sich immer um komplett in den Dungeon rumgegraben, die Spacken. Ja, guck hier so. I am the Lord! Auf Stufe 1. Ach, komm. Ach, wo war denn das? Geh dann mal ganz rechts. In deinem. Bei deinen Ecken oben. Weil irgendwie müssten die ganzen Kreaturen angezeigt werden. Ganz wie. So rausziehen, glaube ich. Ach so war das, ja, stimmt. Jetzt bist du quasi in der Kreatur. Das ist schon ein geiles Spiel so. Ah ja klar, ne? Da kannst du dann in so Imp, wenn er abbaut und so, kannst du beobachten. Schade, aber wir haben es gerade nicht geschafft, ordentlich hinzukriegen, muss ich sagen. Nee, 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 haben wir nicht, nee. Ich weiß nicht, ob wir noch welche haben, die... Aber sie zu weit weg, ja klar. Wir haben die ganzen Mistkäfer und den ganzen Fuck. Ach, ich weiß leider nicht, kann ich Glimmerer aufnehmen? Ich glaube ja, ich glaube hier oben rechts oder so neben dem Hammer oder irgendwo müssten deine Viecher sein. Und die kannst du dann da direkt rausziehen. Jetzt habe ich die erstmal nur so gucken, wo der Affe rumspringt gerade. Das müsste irgendwo in den... Ja, nee, jetzt kommt da hinten zur Monsterkammer rein, glaube ich. Da oben ist der bei der Monsterkammer in der Gegend. Rechts quasi, wenn du so rechts scrollst, ja. Ja, jetzt ist er in der Monsterkammer. So unten, der geht zum. Er will unser Geld! Jetzt gibt's auf die Fresse, Junge. Das müsst ihr jetzt nicht mehr schaffen, weil ich habe ganz Breaches gegen dich. Der, ey, guck mal, was da reinsteckt, der Junge, ne? Ey, wenn der uns hier im Tutorial fertig macht, dann heile ich. Nee, 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 jetzt. Langt irgendwas richtig drauf. Ich habe eine Episode gerade voll gemacht. Jo!
Your work here is done. No! There's no one to prevent you from obliterating this. No silly dream and exhorting, expanding your empire into a. Yeah. Faxes, the land is yours. Respect. Sachsen! Ja, das war unser Intro. Ja. Ihr seht, wir haben ganz schön Punkte gemacht. Und Style. Wir haben auch Style bekommen, 71. Keine Versprechen gebrochen, nichts. Das bin ich. Der Herr Banker. Ja, der Herr Banker. Ist wieder am Start. Ja. So, nice. Jetzt haben wir eine Folge voll gemacht. Ich weiß nicht, ob wir noch das nächste machen wollen, weil eigentlich ist es ja dein Projekt. Ich hoff auf jeden Fall, es gefällt euch, weil es ist echt ein tolles Spiel eigentlich, finde ich. Ich habe es früher auch extrem gerne gezockt. Komplett durch hatte ich es noch nicht leider, aber halt echt intensiv gespielt. Saven macht es automatisch anscheinend. Ja. Ja, das ist halt unsere Welt, nochmal zum Abschluss. Da oben wollen wir irgendwann mal hin. Da hinten, ganz hinten. Ja, es sind glaube ich 16 Maps oder bis dahin oder so sind da. Ja, also es ist. Wir müssen ja hier schon noch runter, da runter. Naja. Es hat schon Umfang. Da haben wir schon ganz schön zu tun. Und dann haben wir ja noch Dungeon Keepers 2 danach, das wir machen können. Ja. Also haben wir schon ein bisschen was vor uns. Aber jetzt machen wir halt mal eine längere Folge, dann ist die jetzt ungefähr knapp 20 Minuten lang. Aber ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, weil es. Nee, müssen wir ja nicht, Wir haben noch genug zu tun. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, meine Freundle. Ja! Haut rein, tschüss und schmatz gut!